Wir werden heute 24 Stunden in eins der krassen Aquaparks übernachten. Dies in diesem Land gibt, meine Freunde. Dort gibt es unter anderem die längste Racing-Rutsche der Welt. Es wird geisteskrank. Hey Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen bei einem Video hier auf meinem Kanal. Ja, Freunde, wir werden heute dort ein 24-Stunden-Video machen. Es wird sehr nice. Lasst einen fetten Daumen nach oben da, kostenlos. Abo. Oh mein Gott, wir gehen da jetzt mal rein. Hier ist ein bisschen eine Brücke. Es wird geisteskrank. Ich bin jetzt fertig umgezogen, habe alles am Start. Schaut mal hier, kann man schon mal gucken, wo man sich so langsam versteckt. Vielleicht da irgendwo, aber es ist ultra groß hier alles. Ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal und langsam mal so ein Versteck suchen für später. Bis 22 Uhr dürfen wir hier bleiben, danach nicht mehr. Wir haben jetzt, glaube ich, 18 Uhr ungefähr. Normal kann man so ein Haus mieten, aber das machen wir heute natürlich nicht. Viel zu teuer, gar kein Geld für. Hab schon 400 Kilometer hinter mir. Da ist der Sprit schon zu viel, deswegen. Toiletten wäre auch eine gute Idee. Hier irgendwo unten drin, ich bin mal gespannt, wo ich jetzt hingehe. Wir gucken mal, Leute. Leute, vielleicht verstecke ich mich auch da irgendwo. Irgendwo im Busch. Schauen wir mal, wie das alles aussieht. Sehr, sehr nice. Bin mal gespannt, wie das später im Dunkeln aussehen wird. Ich würde sagen, ich gucke noch ein bisschen, sehen wir uns später wieder, wenn es dunkel wird. Eine Ewigkeit später. So, Leute, Rutschen sind schon alle geschlossen. Wir rutschen jetzt trotzdem. Komm, wir ziehen durch. Guck mal, wie man kommt. Jetzt sind sie auf. Let's go. Lass mal rutschen. Bruder, da ist gar kein Wasser mehr drin, ja. Oh mein Gott. Scheiße, man kann da, glaube ich, gar nicht runterrutschen. Doch, da kann man rutschen, glaube ich. Oh, ich weiß nicht, ob das geht, ey. Digga, das ganze Wasser raus aus dem Rutschen. Ich versuch's mal. Hier ist auch kein Wasser mehr drin. Ich kann hier nicht rutschen. Lass mal rübergehen. Warte, ich rutsche dich schnell. Geht das? Ey, das rutscht gar nicht mehr. Oh, da ein bisschen. Aber. Leute, wir rutschen hier die verbotenen Rutschen. Oh mein Gott. Das tut richtig weh. Alter, alles an. Ey, Leute, das tut richtig weh. Alter. Ja, ja. Digga, es tut voll weh, Alter. Lass mal eine andere Rutsche suchen. Ja, okay, wir gucken weiter. Lass mal abhauen hier. Einfach illegal bei den Rutschen. Guck mal hier so, Leute. Digga, wenn das jemand sieht, ne? Oh, ich glaube, da hat gerade jemand gerufen. Junge, guck mal. Wir rutschen hier die verbotenen Rutschen einfach, ne? Ohne Wasser. Da ist halt auch gar nichts mehr drauf, ne? Man kann das auch gar nicht mehr rutschen. Wir gucken erstmal weiter, Leute. Okay. Haben es jetzt schon total spät. Die Rutschen sind alle aus. Und wir gucken, wo wir uns jetzt am besten verstecken. Hier könnte man mäßig machen. Ich glaube, das ist offensichtlich. Hier ist alles tot. Ja, schaut mal, Leute. Hier so. Einfach hier. Mitten in der Nacht drin. Digga, hier ist gar nichts mehr. Lol. Einfach so Sandburgen, Digga. 24 Stunden. Hier im Tropical Island ist keiner mehr da. Digga, einfach. Einfach alles zu wissen. Wir müssen aber unbedingt gucken, dass wir hier auf gar keinen Fall irgendwie einen Alarm auslösen oder irgendwie hier einen Wachmeister oder so sehen, ne? Dass ihr uns auf Kamera seht. Ich glaube, da oben sind schon irgendwie welche. Aber ihr seht, hier ist gar nichts mehr. Wir sind komplett alleine hier. Zutritt nur für Personal. Guck mal, die haben da einfach so Go-Karts. Geisteskrank, ey. Nur für Personal. Wir gucken mal schon. Guck mal. Junge, sehen die geil aus. Oh mein Gott, hier ist einfach gar keiner mehr. Ich hätte schon Bock, mit so einem Teil hier zu fahren. Ich würde sagen, wir gucken mal weiter. Schnell wieder abhauen, falls jemand sieht. Ist geschlossen, alles zu, aber das Licht haben wir noch angelassen. Verdammt. Lol, Achtung, Video überwacht. Da ist eine Kamera. Da gehen wir lieber nicht lang, ist zu gefährlich. Gerade Außenbereich ist schon close. Wir gucken mal weiter. Die ganzen Rutschen hier. Da ist auch kein Wasser mehr drin. Ich gucke jetzt mal, ob ich mich da drin verstecken kann. Ich kletter da mal rein, ganz vorsichtig. Man sieht gar nichts, aber hier könnte ich mich verstecken in der Rutsche. Freunde, schaut mal. Da sind wir hier. Scheiße, da können wir nicht lang. Da müssen wir woanders lang. Hier laufen schon überall Security lang. Ich hoffe, dass sie uns nicht sehen. Schaut mal, wie das hier alles aussieht. Es ist halt schon ultra spät, ne? Draußen ist es schon voll dunkel. So, Freunde, wir laufen jetzt hier irgendwo durch, mitten in der Nacht. Wir gehen jetzt zu den Umkleiden und holen dann mal unsere Sachen raus. Und ich glaube, unser Plan ist, hier kann man ja auch übernachten, wir aber eigentlich nicht. Das heißt, am besten können wir uns einfach irgendwo unten am Strand hinlegen oder so. Ich glaube, das ist die beste Lösung. Leute, wir müssen richtig aufpassen, hier ist überall Video überwacht. Deswegen würde ich sagen, wir gucken jetzt erstmal, wo wir hingehen. Es ist hier gar kein Mensch mehr, außer Vico und ich. Oh mein Gott, ey, wenn uns jetzt hier einer erwischt, ist ja richtig schlimm. Hier ist alles dunkel. Ich würde sagen, wir gucken jetzt, wo wir übernachten können. Das Ding ist, hier sind unsere Sachen. Die macht schon einer sauber. Das Ding ist, wir dürfen jetzt hier gar nicht mehr sein, wenn er uns sieht, ne? Kann er uns sofort rausschmeißen. Deswegen versuchen wir uns jetzt ein bisschen unauffällig an die vorbeizuschleichen. Go. Ich würde sagen, Leute, ich habe eine Idee. Damit die mich nicht so erkennen, habe ich jetzt die Taucherbrille aufgesetzt. Meint ihr, so erkennt man mich? Ey, hoffentlich fällt das nicht auf. Wir sind jetzt hier bei den Rutschen. Der Bademeister ist jetzt weg. Und schaut mal. Ich glaube, wir verstecken uns da jetzt irgendwo. Let's go. Guck, gehen da mal rein. Hoffentlich sieht er uns nicht. Abfahrt. Komm schnell. Let's go, Leute. Nimm das Bein ab. Ja, leise. Aua.
Leute, nee, hoffentlich kann man nicht durch die Rutsche durchsehen, hoffentlich sieht man das Licht nicht. Leute, wir sind jetzt hier mit einer Rutsche drin, ne? Verstecken uns jetzt in der Rutsche. Ich würde sagen, wir warten jetzt erstmal hier ein bisschen und sehen wir uns gleich weiter. Wenn das hier ein bisschen abgekühlt ist, wir warten jetzt erstmal eine halbe Stunde oder so. Erstmal eine Rutsche bleiben. Man sieht dich nicht mehr, let's go. Leute, wir warten jetzt hier. Abfahrt. Ist das echt nicht so gemütlich, hier in der Rutsche zu schlafen, ne? Oh Mann, ey. Ich würde sagen, ich bringe jetzt hier noch irgendjemand später wieder. Leute, ich habe einfach so 2 Stunden in der Rutsche gepennt. Wir haben es jetzt kurz nach 4. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt mal raus hier, Digga. Oh mein Gott, ich bin total, total... Digga, ich habe einfach hier so geschlafen. Einfach in der Rutsche. Einfach so gelegen. Und dann gepennt. Ich bin noch nicht runtergerutscht, Digga. Einfach nachts in der Rutsche geschlafen. Kann man auch mal machen. Ich meine, guckt euch das mal hier so an. Ich habe einfach hier geschlafen. Jetzt, wir gehen jetzt raus. Und guck mal, ob schon hell draußen ist. Ich muss das Licht, glaube ich, ausmachen, wenn ich es mich hier noch einer sieht. Ja, es ist einfach morgens, ey. Ich bin einfach eingeschlafen in der Rutsche. So, Leute, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal hier weg. So, jetzt müssen wir natürlich noch die restlichen der Nacht schlafen. Ich würde sagen, ich suche jetzt mal ganz kurz einen Spot. Ich dachte, dass der kurze vor dem Rest schlafen kann. Aber ich bin auch echt müde, Alter, wirklich. So, wir haben jetzt schon ein bisschen hier gepennt. Jetzt darf uns halt nur noch keiner sehen. Ich bin total verpeilt. Ich muss irgendwo jetzt weiter schlafen. Haben wir vielleicht hier irgendwo, Digga, die haben einfach so das ganze Licht angelassen. Aber es wird auf jeden Fall auch noch nicht hell. Wir haben einfach so 5 Uhr morgens. Ich bin total müde. Wie sieht es bei dir aus? Boah, ich bin auch richtig tot gerade einfach. Ja, mal lass mal. Bewerte mal die Nacht 1 bis 10. Alter, ich habe auch Rückenschmerzen, ey, vom in der Rutsche schlafen. Och, gar nicht gut. Lass mal Sachen holen und dann irgendwo hinlegen. Leute, schaut euch mal bitte hier die Preise an. Unglaublich. 2,50. Hier eine Schokolade, 3,50. Und hier, wenn du eine Cola willst, also 5,15 Euro inklusive 25 Cent Pfand. Das kannst du ja nicht ausdenken, ey. Schlimmer als in der Schweiz hier. Kann man hier sehen, hier habe ich so gelegen. Erst war ich oben, da kann ich nicht pennen. Jetzt bin ich unten, hier kann ich auch nicht pennen. Vielleicht soll ich jetzt einfach mal noch in den Schwimmen gehen. Leute, ich glaube, ich gehe jetzt nochmal nach oben und schlafe da weiter. Aber hier kann ich nicht pennen oder ich nehme den Notausgang auch einfach ab. Wäre auch eine Möglichkeit. So Leute, ich habe mich jetzt hier hingelegt, Rico liegt da. Hier versuche ich jetzt die restliche Nacht zu pennen. Ich sag ehrlich, Rutsche war glaube ich angenehmer, no joke. Da war es wenigstens so heiß wie hier. So bullenheiß, durch die Nacht versuche zu pennen. Hier auf so ein Klappding, ey. Ich hoffe, das funktioniert. Ich wünsche mir viel Glück. Gute Nacht. Ich musste gerade Pipi machen. War 10-mal mindestens wach gefühlt diese Nacht. Also gar nicht gut. Leute, ich bin todmüde. Ich kann einfach hier nicht pennen. Jetzt nochmal Zähne putzen. Oh, habe ich vorhin vergessen. Und dann muss ich nochmal schlafen. Ich bin so müde, ey. Leute, schaut mal, ich kann nicht pennen. Das ist der Grund. So, Freunde, die Nacht war miserabel. Wir haben jetzt 7 Uhr morgens. Schaut, Wassertemperatur 32 Grad. Ich weiß nicht, kann man das erkennen. Aber wenn man da sieht, ist 7.03 Uhr haben wir jetzt. Hier ist noch gar nichts los. Digga, ich habe sowas von schlecht geschlafen. Wenn es hochkommt, 3 Stunden, wirklich echt krass. Könnt ihr euch ein bisschen umgucken, wie das hier aussieht. Auf jeden Fall sehr, sehr crazy, dass man so alles im Dunkeln sieht. Wir müssen ein bisschen leiser. Die Leute schlafen ja noch, die hier sind. Heute ist original nichts los. Der hat noch ordentlich sauber gemacht. Weil in 3 Stunden regulär der Park erst öffnet. Schaut mal, hier ist so noch alles geschlossen. Digga, ich habe einfach die ganze Nacht hier verbracht. Man kann es sich kaum vorstellen. Slush-Eis gibt es ja auch, aber es ist überall ein Schloss vor. Schaut euch mal hier so die Kassen an. Hier ist auch gar nichts mehr los. Da warten schon die ersten, bis die rein können. Digga, die müssen noch 3 Stunden warten. Die machen erst um 10 auf. Die sind ja lustig hier. So Leute, schaut mal. So, die Rutsche da drüben ist so abgesperrt. Aber die rutschen wir jetzt nicht. Wir nehmen jetzt die weiße Gelbe da drüben. Da bestehen wir jetzt erstmal an. Let's go. So Leute, wir machen uns mal ready. Ach komm, wir rutschen einfach. Oh mein Gott. Okay, es geht los. Man sieht nichts. Sehr nice. Oh Junge, jetzt kommt er durch. Oh mein Gott. Huch, Junge. Das war's ja wieder komplett. Bruder. Das ging ja ultra schnell. Digga, ich hab einfach vergessen. Badekappe aufsetzen in meinen Ohren. Ich bin so lost, ey, wirklich. 10 von 10. So Leute, jetzt checken wir aus zum Tropical Island. Kurz mal gucken, was wir jetzt für Essen bezahlen müssen.
Oh, ich habe gerade kurz gedacht, ey, okay, 20 Euro, das geht ja. Digga, ich habe gerade voll den Schock gekriegt. Okay, wir zahlen bar. So, ich bin jetzt mal gespannt, ob ich jetzt auch einfach so rauskomme, weil ich habe ja eigentlich nur ein Tagesticket, was ja gestern gültig war. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Wir versuchen das mal. So, Leute, let's go, versuchen's. Scheiße, komme ich raus. Okay, let's go, es hat geklappt. Wir sind mit dem Tagesticket einen Tag länger geblieben und mussten nichts zurückbezahlen. Richtig Glück gehabt, Leute. Ihr habt ja gesehen, wo wir undercover geschlafen haben. Wirklich, diesmal haben wir echt 24 Stunden im Tropical Island im Schwimmbad übernachtet. Geisteskrank. Nicht nur eine halbe Stunde, sondern wirklich den ganzen Tag. Leute, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Lasst einen Fan da noch oben da, kostenlos. Aber schreibt mir gerne die Video in die Kommentare. Und ich würde sagen, das war's. Danke, Leute. Ciao, Klaus und schönen Dö.